Die Branche ist gebeutelt, die Beratungsbranche ist gebeutelt. Es sind laufend neue Herausforderungen, die auf uns zukommen, die dafür sorgen, dass man sich als Unternehmer, und je größer man ist, umso mehr nur mehr damit auseinandersetzen muss, wie kann ich mein Geschäft überhaupt noch rechtskonform abwickeln. Ich habe da letztens einen Artikel gelesen, dass ein Wettbewerbsunternehmen gesagt hat, dass die Kosten für die FMA-konforme Abwicklung also sich versiebt oder verzehnfacht hat in den letzten Jahren, so in etwa war das eine Zahl. Also das ist natürlich schon ein Wahnsinn, der Aufwand, der da dran ist. Aber trotz alledem ist dieses einfache Geschäft, da Berater oder Experte, da Kunde der Lösungen sucht, ich Experte der Lösungen biete, das wird es weiterhin unter welchen Rahmenbedingungen immer geben. Oder siehst du, lieber Wolfgang Göttl, siehst du Entwicklungen, die einfach die dafür sorgen, dass es sozusagen diesen einzelnen Berater oder Vermittler, unter Anführungszeichen, in Zukunft in der Form gar nicht mehr geben wird? Wie würde der Finanzberater in 10 Jahren deiner Meinung nach aussehen? Ja, vorerst einmal ein herzliches Grüß Gott auch meinerseits. Also ich glaube, dass im 10 Jahren, seit 20 und auch danach, noch mehr es zu einem noch notwendigeren Qualifizierungsanstieg kommen wird. Ganz einfach auch dadurch bedingt, dass am Markt immer mehr Spezialisierung, auch wenn man es heute noch sieht und wie es einmal sein wird, glaube ich, noch mehr zur Spezialisierung kommen wird. Ich glaube auch, dass es letztlich erforderlich machen wird, neue Modelle in der Gewerbeordnung auch hier werden notwendig sein. Ich glaube, durch diese Spezialisierung und auch die neuen Modelle wird es auch erforderlich sein, aufbauend die einzelnen Module, in einzelne Module gegliedert, noch viel stärker als heute, dementsprechend hier auch an Qualifikation, Wissensnachweis und dergleichen zu haben, um am Markt bestehen zu können. Ich glaube auch, dass aber trotzdem es nicht dazu führen darf, dass sozusagen es verunmöglicht wird, neuen Nachwuchs am Markt beginnen zu können. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und wie gesagt, dass es eben nicht dadurch verunmöglicht werden darf, also, dass auch neue am Markt Tätige überhaupt die Chance haben. Also, das ist ein großes Thema, das wir noch reden wollen, nämlich Nachwuchs. Und es gibt ein großes Nachwuchsproblem. Ja? Ganz wichtig, ich glaube, dass wir in 10 Jahren spätestens auch eine dementsprechende Weiterbildungsverpflichtung haben müssen, wird notwendig sein. Und wenn man alle diese Bereiche, wenn auch neue Modelle in der Gewerbeordnung realisiert wurden, hier abdecken will, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das zu mehr als einer Woche pro Jahr Weiterbildungsverpflichtung führen wird. Wichtig ist allerdings auch, dass alle Bereiche in der gesamten Finanzdienstleistung, also auch die Bereiche der Versicherungsvermittlung, miteinander kooperieren, um sozusagen schlussendlich ein starkes System aus einer Hand zu schaffen. Das sind meine Überlegungen in Blickrichtung 10 Jahre 2020 und darüber, was den gewerblichen Bereich anbelangt. Mhm. Und zwei, drei Punkte, zu denen kommen wir noch zurück. Also, darf ich das Mikrofon weiter? Herr Samuilov, der ABD, also der ABD jetzt, ABD Österreich jetzt, ist ja ein anderer wie vor 10 oder 15 Jahren. Und der ABD in 10 Jahren, wie wird der aussehen? Ja, in 10 Jahren bis 2020 sind es nur 8. Ich möchte aber auf die nächsten 5 Jahre schon mal zurückgehen. In der Überschrift steht die Finanzberatung 2020 und ich möchte meine Antwort nicht nur auf den ABD geben, sondern auf den Gesamtmarkt.
Zum ersten Mal möchte ich Ihnen sagen, dass ich mich auf die nächsten Jahre bis zum Jahr 2020 freue. Und ich fordere Sie hier alle auf, da, wenn Sie heute Morgen rausgehen, optimistisch in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten und in die nächsten Jahre zu gehen. Uns fehlt in Österreich teilweise bei manchen Beratern so ein bisschen ein Grundoptimismus. Das tut mir persönlich weh und ich möchte, dass Sie Ihren Optimismus so annehmen, wie ich ihn habe. Weil nur wenn wir optimistisch hier in die Zukunft gehen, werden wir auch das Jahr 2020 erfolgreich gestalten können. Ich denke aber, was ist notwendig, um in das Jahr 2020 zu kommen? Wir brauchen alle oder jeder für sich ein klares Konzept und ich möchte das in drei Teile teilen. Zum ersten Mal, das schließt an die vorige Diskussion, eine klare Positionierung der eigenen Person bzw. der eigenen Leistung. Was kann ich, wofür stehe ich, was will ich, was ist meine Kernkompetenz? Das zweite, ein klares Betreuungskonzept. Welchen Kunde betreue ich, wie, in welchem Ausmaß, in welchem Umfang? Und das dritte ist, und da möchte ich Herrn Kommissar Göltl nicht widersprechen. Ich möchte nur etwas sagen, was er betreffend Weiterbildung gesagt hat, noch verschärfen. Also ich bin überzeugt, mit einer Woche Weiterbildung pro Jahr, das geht sich überhaupt nicht aus. Das ist mir persönlich viel zu wenig. Ja? Also das heißt, Entschuldigung, dann habe ich es falsch verstanden. Also Weiterbildung im Sinne von der Sache, im Sinne von der persönlichen Weiterbildung und im Sinne auch bitte der technischen Weiterbildung. Wer das nicht bereit ist zu tun, der verliert sich auf dem Weg in das Jahr 2020. Also suche sozusagen aus Ihrer Wortmeldung jetzt, also es muss eine viel stärkere, klare Positionierung des Beraters stattfinden und eine viel, viel stärkere fachliche Basis, die jetzt vorhanden ist. Ja, ich meine, zu dem Thema Spezialisierung möchte ich sagen, ich bin nicht gegen Generalisierung, aber ich glaube, es erfordert auch mal Stärke zu sagen, was ich nicht abdecke, um mich auf das konzentrieren zu können, was ich abdecke. Und bei der vorigen Diskussion war ja auch so der Kommentar, man fragt jemand, was er macht und er kann das nicht einfach erklären. Und ich denke, wenn man das nicht schafft, ich habe für mich den Begriff die verbale Visitkarte definiert. Ja? Wenn ich das nicht erklären kann, was ich mache, was ich meinem Kunden biete, dann kann ich mir nicht erwarten, dass mein Kunde sagt, hey, das finde ich cool oder das ist toll oder ja, das interessiert mich. Ja? Das heißt, die klare Positionierung, nicht nur, dass ich es verbal schön beschreiben kann, sondern dass ich es auch lebe im täglichen Tun, in der Kundenbetreuung, das ist natürlich unumgänglich auf den Weg ins Jahr 2020. Mhm. Bei der Malberg, weil Sie gerade das Mikrofon in der Hand haben, da mache ich bei Ihnen weiter. Sie haben bei den letzten Gelegenheiten immer wieder auch sozusagen der Branche ins Gewissen geredet, sozusagen zu mehr jetzt aus Positionierung, Expertenstatus, sondern Ihr Hauptthema war zu mehr Ehrlichkeit. Na, Ehrlichkeit ist die Voraussetzung, um Vertrauen zu gewinnen. Das ist die sehr einfache Regel. Und wer nicht ganz ehrlich zu sich selber ist und zu seinen Kunden ist, der wird sich schwer tun, dauerhaft und nachhaltig Vertrauen seiner Kunden zu haben. Das ist der sehr einfache Hintergrund. Und mit der Ehrlichkeit kann ich gleich in die Zukunft blicken. Ich habe keine Ahnung, wie es 2020 ausschauen wird. Das ist meine ehrliche Antwort. Aber Zukunft, nachdem wir alle nicht wissen, wie die Zukunft ist, kann man nur sagen, man kann ja versuchen, aktuelle Trends zu erkennen und mitzugestalten an der Zukunft. Jeder für sich selber, jeder in seinen Möglichkeiten. Als Vorstand einer Bank habe ich vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten, mit einem großen Team gemeinsam etwas zu tun. Und deswegen haben wir uns auch drei Themen überlegt, die bis zum Jahr 2020 jetzt schon erkennbare Trends sind und die sich wahrscheinlich sehr stark manifestieren werden. Das sind drei Themen. Das eine Thema ist, Sie werden wahrscheinlich gehört haben, dass wir jetzt mit einem Konto begonnen haben. Ich glaube, es gibt nichts Langweiligeres als ein normales Konto, was nichts anderes tut, außer maximal Zinsen zu zahlen und Transaktionen zu machen. Aber es gibt, wenn Sie in unsere gesamte Produktwelt der Finanzdienstleistungsindustrie schauen, keinen Bereich, der noch rückständiger ist als der Bereich des Zahlungsverkehrs. Jeder hat heute ein Handy bei sich. Kein Mensch macht Zahlungen über sein Handy, weil die Technologie noch nicht so weit ist und weil Banken, wie Bill Gates das genannt hat, Dinosaurier sind in der Technologie und einfach extrem lang brauchen, bis ihre alten Systeme abgeschrieben haben und neue erfinden. Dort wird in den nächsten Jahren eine wirkliche Revolution passieren im Bereich Zahlungsverkehr. Und wer hier nicht seine Kunden im Griff hat
Und diesen Bereich, Mobile Payment, Payment überhaupt, diesen Bereich Zahlungen aktiv mitgestaltet, der wird wahrscheinlich irgendwann einmal als Randbemerkung stehen, denn die Zahlungen werden in dem Moment, wo Bargeld abgeschafft wird, und wir sind in zwei Ländern in Europa schon so weit, in Griechenland und Italien, und in vielen anderen Ländern wird auch Bargeldzahlung verboten werden, ganz einfach deswegen, weil damit Schwarzgeschäfte etc. unterstützt werden und die Nachvollziehbarkeit der Geschäfte nicht möglich ist und der Staat will an seine Steuern heran, deswegen wird er alles tun, dass Bargeld nicht mehr in dem Umfang vorhanden ist wie da, das heißt, die Zahlungen werden mobil passieren. Wenn ich heute glaube, als Finanzberater nah an meinem Kunden zu sein, dann ist das Beste, was ich machen kann, möglichst nah den Zahlungsverkehr auch an mich zu ziehen, ohne dazu einen allzu großen Aufwand zu machen. Den ersten Schritt, den wir dazu gemacht haben, und es müssen weitere folgen, klarerweise, aber es ist ja noch einige Zeit bis dahin, ist einmal ein Konto zu nehmen, wo man das Financial Planning, also all jene Zahlungen, die mit meinem Produktumfeld der Sparpläne, der Versicherungseinzahlungen etc. zu tun haben, dass man das auf ein Thema hineinbringt. Das ist eine der Zukunftsbegegnungen, die wir gemacht haben. Die zweite ist, ich habe schon angesprochen beim Bargeld, wir haben in Europa, aber weltweit, und die Staaten brauchen Geld. Wir haben eine Situation, wo Steuerehrlichkeit einfach zum Thema wurde. Wir haben eine eigene Homepage, weißgeld.at. Es ist das Thema der unversteuerten Auslandsgelder ein Thema, das ganz einfach perdu ist. Das ist vorbei, das ist kein Kavaliersdelikt mehr. Und hier gibt es bereits ein Steuerabkommen mit der Schweiz, mit Liechtenstein wird es folgen, es wird einen automatischen Datenaustausch geben, es wird für diejenigen, die weiterflüchten, Gruppenanfragen geben ab nächstem Jahr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wo man einfach fragt, wer hat sein Konto geschlossen, ist weitergeflüchtet. Das heißt, dieses Thema der Steuerehrlichkeit bringt für Sie in der Beratungssituation eine völlig neue Situation. Ich weiß nicht, wie viel Sie Zeit verbracht haben mit Ihren Kunden in der Nachsteuerbetrachtung der Veranlagungen. Man hat immer vorher Vorsteuerbetrachtung, Ertragserwartungen gesagt und nie Nachsteuerbetrachtung. Das heißt, Sie werden neue Skills aufbauen müssen, neue Fähigkeiten aufbauen müssen, die fast schon in Richtung Steuerberatung gehen, aber zumindest müssen Sie all Ihre Produkte in der Nachsteuerbetrachtung kennen, deren Auswirkungen kennen und wissen, wie man das optimieren kann. Und der dritte Teil, neben diesem Teil der Steuerehrlichkeit, einfach der Ehrlichkeit im Bereich gegenüber dem Staat, ist die Ehrlichkeit in der Beratung per se. Damit schließe ich auch die Frage wieder. Die Transparenz wird immer größer und größer. Die Transparenz bei Gebühren ist mittlerweile so weit, dass Sie jeden Kunden, den Sie heute im Gespräch treffen, müssen Sie damit rechnen, dass er mindestens gleich viel weiß wie Sie, weil durch die Entwicklung des Internets haben wir heute nicht mehr den Unterschied, wie es vor 10, 20 Jahren noch war, dass der Finanzberater ein Wissen gehabt hat, das hier ist, und der Kunde das Wissen hier gehabt hat. Und dieser Gap war das Geld wert. Das war ihre Leistung. Ihre Leistung war, ihm Klarheit zu verschaffen über die Produktangebote, was sind die besten Fonds, was sind die besten Finanzierungen etc. All das kann heute jeder mit einem Internetanschluss, mit einem Fingertipp sich herausholen. Dazu braucht er sie nicht mehr. Was er dennoch braucht, ist Vertrauen in eine Maschine, wird man nie erreichen können. Und das, was ich glaube, was sich dramatisch ändern wird in den nächsten Jahren, ist, dass der Unterschied zwischen der unabhängigen Beratung, der unabhängigen freien Beratung und der abhängigen Beratung, die rein Vermittlungstätigkeiten macht und die meist organisiert ist in großen Organisationen, hier wird ein Schnittpunkt passieren. Organisationen meine ich vor allem Banken und Versicherungen, denn ich kann Ihnen eines sagen, regulatorisch sind wir mittlerweile in einer derartigen Zwangsjacke gefangen, dass wir heute unseren Beratern kaum mehr erlauben können, frei zu beraten. Wir müssen denen so enge Zwangsjacken anziehen, dass das Risiko, dass wir hier multiple Fehler machen, einfach nicht mehr passieren kann, dass der de facto den Kunden gar keine freie Beratung mehr geben kann. Er verliert seine Unabhängigkeit und jeder Kunde wird genau diese Zwangsjacke dann auch selbst wieder übergestülpt. Sie als Berater, wenn Sie sich entsprechend ausbilden, wenn Sie steuerlich eine Ahnung haben, wenn Sie ihm für dieses ganze Produktumfeld auch wirklich Transparenz anbieten können, Sie haben die Chance, diese Unabhängigkeit zu nutzen und ihm zu sagen, wie das geht. Und dazu müssen Sie aber auch preismäßig in die Honorarberatung zumindest überlegen, hineinzugehen.
Das wird eine gewisse Zeit dauern, bis wir so weit sind, aber das ist das dritte starke Thema, auf das wir uns konzentrieren. Und auch auf der Plattform bieten wir an, dass Sie nicht von Bestandsprovisionen und Ausgabeaufschlägen leben, sondern von klar vorher vereinbarten fixen Prozentsätzen oder variablen Prozentsätzen, die von der Performance abhängen. So wie wir es im Private Banking gemacht haben, in der Bank. Und ich kann Ihnen eines sagen, wir haben 45% Volumenszuwachs, seitdem wir das gemacht haben. Und nicht alle Kunden haben das gewählt. Aber ich habe dem Kunden zumindest ehrlich und offen gesagt, dass ich etwas verdiene daneben, wie viel ich verdiene. Und er hat die Wahl gehabt, ob er mich lieber fix bezahlen will oder ob ich mir das aus den Produkten heraushole. Aber ich habe ein Damoklesschwert nicht. Er kann mich nicht morgen ansprechen und sagen, warum hast du mir nicht gesagt, was du dran verdienst. Die bisherigen Wortmeldungen gehen in die Richtung, ein stark ausgebildeter, vielleicht sogar universitärer Background, ein Berater, der sich fachlich auskennt, der sogar in der Lage ist, periphere Themen, Steuerthemen und so weiter auch genauso abzudecken und in der Lage ist, unter einem Regulativ zu arbeiten. Ich habe Worte von Ernst Brandl von früheren Diskussionen im Kopf, wo immer so salopp hingesagt hat, wozu brauchen wir 15.000 Berater, reichen nicht 3.000 gut Ausgebildete auch? Das ist mir jetzt eingefallen, während ihr alle gesprochen habt da jetzt. Werner, geht es in diese Richtung? Naja, es geht nicht in die Richtung, sondern die Richtung ist schon da, nicht? Also quasi das Ergebnis ist schon da. 2020 ist hier quasi der Headbegriff für die Diskussion. Bei der Marlberg, da bin ich, wir können das nicht voraussehen, aber eines möchte ich schon darauf verweisen. Es gab diese Wellen und wird sie immer geben. Einbrüche, Hochzeiten und so weiter. Man denke an die 90er Jahre, speziell im Investmentbereich, jetzt letzten 5 Jahre eine richtige Zäsur. Ich bin der Meinung, dass es möglicherweise noch das eine oder andere andauern wird. Jedenfalls diejenigen, die das überlebt haben, und die sitzen in der Regel ja hier drinnen unter anderem, die stehen auf jeden Fall vor einer glänzenden Zukunft. Diese Techniker, bin ich auch bei dir, das wird kommen, das wird man aber vereinnahmen. Man braucht keine Angst vor Technik haben, man hat die Aufgabe, das zu vereinnahmen. Man denke daran, ich kenne die Diskussion vor 15, 20 Jahren, die Direktbanken werden den Berater überflüssig machen. Überhaupt nicht. Die persönliche Beratung wird immer notwendig sein. Und die Frage von dir, was die Zahlen betrifft, die Beraterzahlen, da möchte ich sagen, es war zweifellos eine Bereinigung notwendig. Und die hat also in sehr starkem Ausmaß stattgefunden. Möglicherweise haben wir noch nicht alles gesehen. Aber in dieser Zahl ist es durchaus langsam. Und eines muss auch gesagt werden, diejenigen, die übrig geblieben sind, sind in der Regel die Qualifizierten. Es korrespondiert interessanterweise, nicht immer, aber auch Qualität mit Umsatz und vor allem mit der Betreuung. Weil es gibt durchaus, also ich trenne das für mich immer so, Vermittler und Berater, das sind zwei Begriffe. Und es werden Anstrengungen unternommen vom Gesetzgeber, Kammer und so weiter, die Ausbildung jetzt zu forcieren und die Qualifizierung zu stärken. Absolut, unterschreibe ich alles, sollte noch stärker sein. Aber eine indirekte Qualifizierung haben wir erlebt. Dadurch, dass viele nebenberuflich und so weiter aus dem Markt sind und in der Regel die eher unqualifiziert sind, waren als diejenigen, die jetzt noch im Raum sitzen und so weiter. Das heißt, hier ist auch eine indirekte Qualifizierung passiert. Natürlich können wir das noch nicht nutzen. Das Image der Szene insgesamt ist sehr, sehr schwierig. Ich würde mir unter Umständen wünschen, auch hier einen einheitlichen Begriff für die freie Beraterszene. Weil wir stehen ja gegenüber, einerseits natürlich als Partner, was die Produkte, Abwickler betreffen, aber auch als Konkurrenten, den Banken und Versicherungen. Das sind klare Begriffe. Der Kunde weiß, Bank, Versicherung. In unserer Szene, wie sieht es aus? Es gibt Versicherungsmakler, Agenten, Vermögensberater, dann Finanzdienstleister, Assistent, dann Wertpapiervermittler. Da ist dem schwer zu folgen. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Meiner Ansicht nach gibt es das. Es wäre vielleicht sinnvoll, einen einheitlichen Begriff zu schaffen und darunter die Gewährscheine zu belasten. Genau. Aber ein einheitliches Prägen, vielleicht Finanzberater insgesamt, um hier mal über die Jahre einen einheitlichen Begriff für den Kunden aufzubauen. Also wenn ich so die Medien aufschlage, dann gibt es diesen Überbegriff bereits. Der heißt Keiler. Herr Samuilov, lieber Herr Göltl, was kann man dafür tun, damit sich das langsam wandelt? Ich sage etwas sehr Markantes. Ein Kilo Image kann man nicht kaufen. Ja? Image ist nicht käuflich, Image muss man sich erarbeiten. Image wird einem verliehen von extern. Es ist nicht unmittelbar käuflich. Also wer ein Geschäft weiß, wo man Image kaufen kann, dann soll er bitte mal dorthin gehen und sich erkundigen, was es kostet. Es wird nicht finden.
ich sage durch nachhaltige gute Arbeit am Kunden, im Kundeninteresse, kann man nach wie vor Geschäfte machen. Und ich habe einmal so Worte für ABD definiert. Es gibt immer den Begriff der Finanzoptimierung. Ich sage Finanzoptimierung, ja, ist meinetwegen auch ein punktueller Bezug. Es gibt jetzt Begriffe von Financial Coaching und mir gefällt am besten, und das sind wir meinetwegen auch im Jahr 2020, der Begriff Financial Planning. Auch wenn ich recht geben muss, dass die Informationen überall im Internet verfügbar sind oder in den Medien oder Fachbegriffen, das ist alles okay, nur wir können nicht erwarten, dass sich alle Kunden, die Finanzprodukte suchen, so gut auskennen, dass sie mit diesen Informationen für sich alleine eine Investitionsentscheidung oder eine Absicherungsentscheidung treffen können. Dazu braucht man Berater. Allerdings, die Anforderungen an diese Berater sind wesentlich höher als noch vor 10, 15 Jahren, um bei dir zu sein. Es geht um gesamthaftes Financial Planning, da gehören natürlich auch steuerliche Themen dazu, da gehören dazu, was will der Kunde im Leben wirklich machen, wie ist die Lebensplanung vom Kunden und welche Produkte unterstützen am besten den Weg zum Ziel, das der Kunde in seiner Lebensplanung mir übermittelt hat. Ja. Also ich habe überhaupt keine Angst vor der Zukunft, nur zwischen punktueller Finanzoptimierung und Financial Planning ist ein weiter Weg. Und von der Berateranzahl, ja, das ist halt einmal das Resultat. Diejenigen, die sagen, ich bilde mich fort, diejenigen, die sagen, egal welche Regulatoren wir jetzt haben und welche wir noch sehen werden in den nächsten Jahren, und das interessiert mich jetzt zum heutigen Zeitpunkt überhaupt nicht, weil die Gesetze kann ich eh nicht ändern. Ich agiere entsprechend den Gesetzen jederzeit, ja, und ich setze mich mit dem Thema dann auseinander. Und wer das alles schafft, nämlich auf die Kunden einzugehen, die Produkte zu analysieren, welche für den Kunden langfristig passen, das alles natürlich in einer Form, die jeder Art von Compliance entspricht, der braucht sich da überhaupt keine Zukunftssorgen machen. Und ja, wenn jetzt die Berateranzahl geschrumpft ist, dann kann ich nur eines sagen, die Bevölkerungsanzahl von Österreich ist nicht geschrumpft. Und als Mathematiker kann ich nur sagen, dann dividieren Sie das mal durch die Berateranzahl und jeder von Ihnen hat einen größeren Markt. Und damit sehen Sie auch meinen Optimismus, okay, den ich Ihnen hier gerne mitgeben möchte. Okay. Einen Aspekt hast du selber angesprochen, nämlich Nachwuchsproblem. Es ist, von Professionell hat das letztens in einer Kolumne der Herr Bankl sehr, sehr gut beschrieben, einfach die Überalterung, wir alle werden älter, wir werden alle gemeinsam älter, übrigens, ich freue mich auf Sie, nächstes Jahr werden wir alle auch, also wir werden alle gemeinsam älter, aber es kommt nichts nach. Warum kommt nichts nach? Warum gibt es, wo sind die jungen, enthusiastischen 18-Jährigen, die früher bei den, angestanden, wo sind die? Was kann man tun? Was kann man tun, um Nachwuchs? Ich meine, du gehst jetzt demnächst in Pension, der kann das jetzt vorstellen, aber nein, du bist ja sehr wohl dir auch Gedanken machen darüber, wie die Branche einfach Nachwuchs bekommt. Das Image ist ein negatives und das ist Selbstständigkeit, schlechtes Image, keiner Image. Das ist ein paar Hemmschuhe. Aber was kann man dagegen tun? Wie kann man dagegen steuern? Ich habe so sicher Ausschüsse, wo er das diskutiert darüber. Was kommt da raus? Also erst einmal möchte ich da hier sagen, ich sehe nicht wirklich ein Nachwuchsproblem. Das beweisen auch unsere Zahlen. Es kommen ständig auch neue Berater auf den Markt. Es ist nicht so, dass wir nur Abgänge haben und keine Neuzugänge. Es werden neue Gewerbescheine gelöst von irgendwelchen Leuten, die in peripheren Berufen sind. Das ist, kommen wirklich junge, enthusiastische 18-Jährige, die sagen, ich möchte gerne? Das sind Menschen, die antreten zur Prüfung. Und das kann man nicht davon ausgehen, dass sie ganz einfach halt zu einer Prüfung antreten und ja, nur weil sie dann halt sozusagen ein Gewerbeschein vielleicht auf der Wand aufhängen wollen. Also davon gehe ich einmal nicht aus. Das sind die Mitarbeiter von den Vertrieben. Im vergangenen Jahr waren das mehr als 2000. Um das nur einmal auch hier vielleicht einmal zu sagen, dass man sich auch der Zahl ein bisschen bewusst ist, die neu gekommen sind. Aber fest steht, dass die Abgänge, die vergangenen Jahre, also seit dem letzten Quartal 2008, sind die Abgänge höher gewesen insgesamt als die Neuzugänge. Das ist klar. Aber was Sie, um einen Neuzugang zu machen, das ist, deswegen habe ich zuerst das Mikrofon rübergereicht, weil das ja nichts jetzt in dem Sinn mit der Kammer zu tun hat. Das, was ich generell noch glaube, wäre zuerst einmal, wo stehen wir 2020, was ich glaube,
zuerst einmal den gewerblichen Bereich angesprochen, Weiterbildungsverpflichtung und mehr als eine Woche, ja, wo ich hinglaube, dass wir kommen. Aber ich glaube, was wir überhaupt machen müssen, ist einmal uns Gedanken zu machen über unsere Dienstleistung, die wir erbringen. Was ist da erforderlich? Ich glaube, dass wir Wertebewusstsein schaffen müssen und auch Kostenbewusstsein, dass das uns auch klar wird, was auch, dass es auch Kosten gibt. Wertebewusstsein schaffen, das heißt, hin auch Richtung der Kunden, hin in Richtung der Österreicherinnen und Österreicher, nämlich, dass man auch erkennt den Wert unserer Dienstleistung. Das ist ein immenser Punkt, das ist der was von uns, ich habe den Eindruck oft, dass hier viele am Markt doch da sind und sich nicht wirklich bewusst sind und das natürlich auch nicht dementsprechend hinaustragen, den Wert ihrer Dienstleistung. Und da einhergehend ist auch das Kostenbewusstsein, nämlich bei uns selbst. Es verursacht dementsprechende Kosten und sind wir uns auch klar, dass wir auch dementsprechende Einnahmen natürlich auch brauchen. Wenn ich den Wert erkennbar mache in der Öffentlichkeit meiner Dienstleistung, dann ist es auch klar, dass ich die Kosten dementsprechend verrechnen kann. Ich habe den Eindruck, dass oft zum Beispiel die Honorarverrechnung auch deswegen oftmals gescheut wird, weil man sich oft selbst unsicher ist, ist eigentlich wirklich meine Dienstleistung so viel wert? Wir können uns bewusst sein und das auch nach außen zeigen, dass wir wirkliche Spezialisten am Markt sind, dass wir wirklich viel können müssen und uns auch ohne einer gesetzlichen Verpflichtung auch heute schon ständig viel auch weiterbilden müssen, um wirklich eine sehr top Dienstleistung bieten zu können. Mhm. Und lassen Sie mich auch eines noch sagen, was ich glaube, was 2020 eine sehr große Bedeutung auch spielen wird, nämlich die Nachhaltigkeit bei den Investitionen. Es ist vor wenigen Jahren, was zum Beispiel noch undenkbar, dass die Öffentlichkeit sich interessiert dafür, unter welchen Umständen werden zum Beispiel Textilien hergestellt oder auch andere Produkte. Was passiert da eigentlich? Wie viel wird Umwelt geschädigt? Unter welchen Bedingungen müssen oft Menschen arbeiten? Ist da Kinderarbeit auch dabei? Und. Ich glaube, dass diese mehr Ansprüche kommen wird als heute und weit höher als wir heute denken, nämlich ethische Ansprüche gestellt werden auch, punkto Veranlagung. Und ich bin mir sicher, dass dieser Anteil in Richtung 2020 ein gutes Drittel schon sein wird. Okay. Zum Thema Nachwuchs wollten Sie was sagen? Ja, erstens einmal wollte ich noch zu dem Thema Image oder Keiler oder so zu diesen generellen Begriffen etwas sagen. Mir tut es jedes Mal weh, wenn ich das Wort Keiler in der Zeitung lese, weil ich kann mit dem Wort eigentlich nichts anfangen. Und ich bitte und ich fordere alle hier auf, wenn sie mit solchen Worten konfrontiert werden, dass sie dagegen einschreiten, weil wir sind in dem Sinne hier alle miteinander keine Keiler und bitte dem gehört einmal Einhalt geboten. Also da bitte ich jeden von Ihnen um Ihre Unterstützung. Zum Thema Image habe ich vorhin genug gesagt, Image und damit Nachwuchsthema ist ein Thema, das nicht nur isoliert betrachtet auf die Vermögensberater zu betrachten ist, sondern gilt meiner Meinung nach 1:1 mit ident mit Banken und Versicherungen. Sie brauchen ja nur schauen, Versicherungen haben oft ganzheitliche Annoncen, wo sie Nachwuchsleute suchen. Also ich denke, das ist nicht nur etwas, was diese Branche betrifft, sondern generell das Geld- und Kreditwesen. Ich finde es aber spannend, in dieser Branche tätig zu sein. Und wenn ich sage, die Weiterentwicklung von dem, das vom Verkäufer zum lebenslangen Finanzbegleiter, zum Financial Coaching, das ist eine sehr interessante und wenn ich sage, ich begleite meinen Kunden in all seinen Finanzangelegenheiten lebenslang, dann ist das eine sehr herausfordernde Tätigkeit, ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit und ist aber eine Tätigkeit, wenn ich die gerne mache, werde ich auch viele Kunden damit akquirieren können und viele Kunden zufriedenstellen. Und ich denke, man muss das Berufsbild, und da haben wir auch schon sehr oft darüber gesprochen,
dementsprechend positionieren, dass es einfach mit höheren Qualifikationen notwendigerweise verbunden ist, soll in dem Fall kein Hindernis sein, sondern ist eigentlich eine Garantie dafür, dass ich diesen Job nachhaltig und langfristig gut bewerkstelligen kann. Also ich sehe das alles nicht so nach dem Motto, mein Gott, jetzt gibt es schon wieder irgendwas, das muss man halt an und tun, sondern ich sage, okay, danke, das grenzt mich ab von all jenen, die das nicht tun und die, so wie du gesagt hast, also dann irgendwann sagen, das tue ich mir nicht an, das zahlt sich für mich persönlich nicht aus, weil ich damit zu wenig Geld verdiene und die sich aus der Branche verabschieden. Das ist mal so, das muss man einfach ganz klar zur Kenntnis nehmen. Und ich möchte nur sagen, wir haben als ABD ein neues Konzept entwickelt mit einer sehr intensiven Ausbildung und wir haben in den letzten 2 Monaten so viele Beraterzugänge wie schon die 12 Monate vorher nicht gehabt pro Monat. Das heißt also, ich denke, wenn man vernünftige Konzepte in dem, was ich eingangs gesagt habe, bieten kann, wenn man sagt, das ist ein Job, da geht's hin, das ist notwendig dafür und es ehrlich kommuniziert, und nicht zu sagen, bitte mach das und morgen ist alles kunterbunt und alles hell und schön, sondern dass man sagt, das ist ein qualifizierter Beruf, hier hast du die Ausbildung, hier hast du die Kunden, hier hast du die Zukunftsperspektive, dann wird es wieder viel mehr Leute geben, die da eintreten. Ehrlichkeit ist gefragt und allerdings auch ein klares Leistungsprofil und eine klare Leistungsbeschreibung des Jobs. Ich wollte nur auf deine Aussage, Banken und Versicherungen haben auch Probleme, Nachwuchs zu finden, eine Bestätigung geben. Wir haben mit der Bank Burgenland, die auch Teil unseres Grave Bankengruppe Konzerns ist, im Burgenland wirkliche Probleme für die Filialen im Burgenland Leute zu finden. Und das in Zeiten europaweiter Jugendarbeitslosigkeit etc. Aber es will keiner mehr in diesen Job. Aber kein Wunder. Bei Banken und Versicherungen werden keine Lösungen vermutet, sondern eher Probleme. Und wenn ich irgendwo hingehe dann und ich es mir aussuchen kann, dann gehe ich dort nicht hin. Und das, was mich ein bisschen erschüttert, muss ich ehrlich gesagt sagen, das nicht vorhandene Problembewusstsein, auch seitens der Kammer, wenn Sie sagen, wir haben kein Problem mit Nachwuchs. Ich glaube, wir haben eins. Wenn ich heute Nachwuchs erziehen möchte und bevor der zum Kunden rausgeht, muss er wahrscheinlich einige Jahre mal was lernen. Weil einen 20-Jährigen oder 18-Jährigen oder vielleicht sogar 16-Jährigen zu nehmen und zu sagen, da sind die Kunden, versuche ihnen was zu verkaufen, dann werden wir als Keiler bezeichnet werden. Weil was soll er anderes können? Erst dann, wenn man ihn ausbildet, erst dann, wenn er Beiwager lang genug war, erst dann, wenn er sich ein Ziel hat, dass er sagt, ich möchte bei dieser Berufsgruppe, wo Anstand etwas zählt, wo man angesehen ist, möchte ich mein Leben verbringen, dann ist er auch bereit, jahrelang in die Ausbildung zu gehen. So wie bei Steuerberatern, so wie bei Ärzten und so wie es früher bei den Bankern war. Ich glaube nur, dass einzige Hoffnung, die die freien Finanzberater haben können, ist, dass von den Banken so viele abfallen werden, dass die Industrie dadurch wachsen wird. Das ist das wahrscheinlichste Szenario, weil dort werden ganz einfach aus Kostenüberlegungen wahrscheinlich Leute freigesetzt werden und die werden dann, weil sie etwas verstehen von dem Geschäft, vielleicht in die freie Industrie hineingehen. Bevor ich dir das Schlusswort gebe, Werner, nochmal, du hast, Herr Werner-Malberg, Sie haben Ihren Worten entnehme ich, Sie haben einen Blog von letzter Woche gelesen, wo ich genau da, haben Sie nicht, warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Wo ich genau geschrieben habe, dass es entweder gibt es eine universitär ähnliche Ausbildung im Finanzministerium. Ja, Wahnsinn, wir denken gleich. Also, entweder gibt es eine universitäre Ausbildung oder es gibt eine Lehre, wo ich als Lehrling bei einem Meister mitgehe, lerne und irgendwann sagt der Meister so, Lehrling, jetzt bist du reif, alleine zu gehen. Das gibt's nicht. Wir alle wurschteln in der Mitte mal drum. Trotzdem sagst du, lieber Werner, wir haben vor kurzem ein längeres Interview geführt, wo du genau trotzdem lobst die Qualität und die Kompetenz der Leute, die jetzt tätig sind und die jetzt natürlich auch Hauptlieferant jetzt von deiner Unternehmensgruppe sind. Was unterscheidet die? Ja. Genauso ist es, das meinte ich mit der indirekten Qualifizierung. Das sehen wir in unseren Veranstaltungen, das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt, aber trotzdem ist durchaus signifikant. Über die vielen Jahre haben die Berater diese Veranstaltungen und die verschiedenen besucht. Sehr, sehr auffällig ist es in den letzten 1-2 Jahren, die Disziplin der Berater. Diese gab es vorher auch schon, vor 5 Jahren und so weiter. Es gab viel mehr, die relativ undiszipliniert waren. Das beginnt mit Kleinigkeiten, erscheinen pünktlich, früher gehen, raus, rein, während den Veranstaltungen auch der Dresscode und so weiter. Wenn man heute in diese Veranstaltungen blickt,
spürt man das bereits vom Aussehen her, beginnt bei diesen Kleinigkeiten, die üblicherweise nicht auffallen. Für den Veranstalter ist es natürlich immer schwierig, das abzuführen. Man hat ja auch die Partnergesellschaft und so weiter um diese Disziplin. Und das ist wirklich augenscheinlich, und das meinte ich auch früher mit der indirekten Qualifizierung, auf eine andere Art, die eigentlich passiert ist. Ohne Ausbildung und so weiter ist eine Qualifizierung schon, hat schon stattgefunden. Nämlich die, die übergeblieben sind, im Schnitt wesentlich qualifizierter als jetzt hier. Das war, wie gesagt, gab es früher, sie alle gab es früher schon. Nur es gab ganz andere, die die Qualifikation nicht annähernd hatten, und die sind ausgeschieden. Was vielleicht ein kleiner Haken ist, die gesamte Finanzbranche, du hast es angesprochen, hat ein Image nona. An der Spitze die Banken, gleich danach auch die Versicherungen. Und eigentlich wäre das ein Paradies für Freiberater, die das ausnutzen könnten. Geht wieder nicht, weil wir durchaus auch selber verantwortlich waren in den letzten Jahren für einiges, was passiert ist. Das heißt, wir konnten das eigentlich nicht nutzen. Wenn ich meine, ein Paradies steht uns vor für diese Berater, da bin ich bei Erik Samuilov, wie er es gesagt hat, Bevölkerungszahl und so weiter und Berater, die übrig geblieben sind. Allein daraus kann man da schon absehen. Das heißt, das Paradies, es werden sich die Zeiten jedenfalls ändern, wenn sich alle einen Ruck geben, dieses Image kommt wieder zweifellos und vielleicht in einem gemeinsamen Überbegriff, wie auch immer, aber das Image entsteht auch dadurch, dass in Zukunft wesentlich weniger uns in der freien Szene passieren wird, weil sie diese Beratungen durchführen, jetzt und in den nächsten Jahren, und das kommt zurück. Und dann kriegen sie das stärker zurück, als das je war. Gemessen am Geschäftsaufkommen, Umsatz und so weiter. Schlusswort. Danke. Image. Seien wir uns dessen bewusst. Wir können als Interessensvertretung natürlich einiges dazu beitragen. Aber wir können nicht alles ersetzen. Wir können nicht alles praktisch alleine bewerkstelligen. Wir brauchen auch Ihre Hilfe. Es ist ganz wichtig, wie treten alle, wie tritt die Branche, die einzelnen Bereiche im Bereich der Finanzdienstleistung, wie treten die tatsächlich auf? Wie beraten sie, wie vermitteln sie, was tun sie, wie sind sie wirklich bei den Menschen draußen tätig? Wir können flankierend unter anderem dazu beitragen, durch dementsprechende Öffentlichkeitsarbeit, was wir auch tun. Und wir werden es auch noch verstärken in Zukunft. Dazu dienen zum Beispiel dementsprechende Erstellung von Studien durch renommierte Institute am Markt. Zum Beispiel durch das Linzer Market-Institut. Da ist ja bitte erst vor gar nicht so langer Zeit, das war erst vor einigen wenigen Monaten, sind wir auch in den Medien gegangen, und das ist sehr gut über die Medien rübergekommen. Sind wir uns dessen bewusst? Diejenigen Menschen in Österreich, die bereits Erfahrung mit einem unserer Mitglieder gemacht haben, mit einem gewerblichen Vermögensberater, mit einem Wertpapierdienstleister, Wertpapierfirma, die zu einem weitaus überwiegenden Prozentsatz, der jenseits von 80% liegt, ist hier herausgekommen, sind sehr zufrieden. Das tragen wir auch hinaus in die Öffentlichkeit, weil das ist ein ganz wichtiges Asset, das wir dadurch über uns vermitteln können. Aber wir brauchen auch Ihre Hilfe, eure Hilfe am Markt. Ihr müsst auch dazu beitragen, noch mehr als in der Vergangenheit, eben ein dementsprechendes Bild zu vermitteln. Und ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, damit hier nicht vielleicht ein falscher Eindruck entsteht, weil ich vorhin auch gesprochen habe über die Honorarberatung, dass hier manche Angst haben, was sind sie eigentlich tatsächlich wert? Sie können sicher sein, oder mit vielen bin ich ja per Du, ihr könnt sicher sein, dass ich mich vehementes dafür einsetze, dass beide Modelle möglich sein werden, auch in Zukunft. Wir haben ja einiges an Vorarbeit. Da wird aber Magister Bohren dann in einer späteren Zeit auch einiges dazu sagen können mehr, und möchte ich hier nicht vorgreifen, auch in Brüssel schon geleistet und werden auch weiter leisten. Aber auch ich selbst habe am 31. Mai aus diesen Jahres im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Wien einen dementsprechenden Antrag gestellt, der einstimmig von allen Fraktionen, nicht einmal eine Enthaltung hat es gegeben, auch diesbezüglichen Antrag angenommen wurde. Und da habe ich vor, auch einen solchen Antrag im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Österreich am letzten Donnerstag im Juni 2012, möchte ich nur dazu sagen, noch zu stellen. Und ich bin mir sicher, dass er dort auch die Mehrheit erhalten wird. Und ich werde viel versuchen, dazu beizutragen, dass auch dort einstimmig sogar angenommen wird. Also seien Sie sicher,
ich versuche auch auf dieser Ebene die Vielfalt der Möglichkeiten, dass sie erhalten bleibt. Danke. Dankeschön. Das Thema Honorar versus Provision wird wieder ich freue mich schon, morgen um 9 Uhr die erste Diskussion. Josef Graf, EFM AG, Dieter Rauch, Verbund der Honorarberater und Franz Warkubinger, Herausgeber Askompakt. Die drei Herrschaften kennen Sie alle, deren Positionen kennen Sie. Und ich bin sehr stolz, dass wir die da zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne haben werden, morgen um 9 Uhr. Apropos gemeinsam auf der Bühne, dass Sie vier bei jeder dieser meiner Veranstaltungen immer auch gerne dabei sind, dafür bedanke ich mich, insbesondere weil wir hier in Fuschl sind, weil ihr euch alle zwei Tage Zeit nehmt. Ich hoffe, der Mehrwert für euch ist auch der, dass ihr hier Termine habt, die ihr sonst nie zustande bekommt. Es ist für mich ein Mehrwert, dass sie sich jeweils die zwei Tage Zeit nehmen dafür. Danke für das Gespräch, danke für die Diskussion.